Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Viel Erfolg in der Schule, Peter. Ich bin jetzt schon stolz auf dich, hörst du? Danke. Viel Glück auf dem Markt, Mutter. Ich wünsche dir auch Glück, mein Junge. Du machst das bestimmt sehr gut. Oh, du musst noch die Ziegen melken. Ich kann es dir leider nicht abnehmen, sonst verpasse ich den Zug nach Spiegelheim. Oh, das hätte ich fast vergessen. Die Klassenarbeit ist das Einzige, woran ich denke. Ich mache es schnell. Ich bin sowieso zu früh dran. Die Schule beginnt erst in einer halben Stunde. Danke, Peter. Distelfink? Glöckchen? Distelfink? Glöckchen! Wir warten nur auf Peter. Wahrscheinlich kommt er gar nicht. Dürfte ich um Ruhe bitten? Peter ist noch nicht da? Er ist ganz bestimmt schon auf dem Weg, Herr Lehrer. Das hoffe ich doch. Ich werde jetzt die Blätter austeilen. Sieh an, ich habe fast noch alles. Nun, wir wollen pünktlich mit der Arbeit beginnen. Aber, Herr Lehrer, Peter fehlt doch noch. Ich weiß, dass er gleich hier sein wird. Können wir nicht ein bisschen länger warten? Es wäre ungerecht, auf ihn zu warten, Herr Lehrer. Es ist doch nicht unsere Schuld, wenn er morgens nicht pünktlich aufsteht. Aber, oder der Geißenpeter hat Angst bekommen und ist gleich im Bett geblieben. Ruhe jetzt. Wir wollen anfangen. Peter hat keine Angst. Es muss etwas passiert sein. Heidi, Schluss jetzt. Bitte, Herr Lehrer, Peter hat so viel die Klassenarbeit gelernt. Irgendetwas stimmt nicht. Ich werde ihn suchen gehen. Nein, Heidi, du bleibst hier und setz dich wieder hin. Sofort. Herr Lehrer, sie geht einfach. Heidi? Heidi! Guten Morgen, Großmutter. Heidi, mein Liebes, was machst du denn hier? Weißt du, wo Peter steckt? Er war heute nicht in der Schule, obwohl er so viel die Klassenarbeit gelernt hat. Oh, er ist auf der Suche nach unseren Ziegen. Jemand hat das Gatter geöffnet, sie sind fort. Was? Er wollte sie unbedingt finden und ist hoch in die Berge gelaufen. Dann helfe ich ihm. Du bist so ein gutes Kind, meine Kleine.